Los geht's. Mir geht's sehr, sehr gut. Gestern war ich ein bisschen erkältet, aber heute geht's wieder besser, also bereit für Samstag. Ich verstehe eigentlich mit allem gut, aber am meisten bin ich mit drei Spielen halt ein bisschen mehr, mit Dani, mit Joschko und Benny. Vielleicht sogar mit Benny am meisten, weil er mein Nachbar ist, also er wohnt zwei Etagen über mir. Also mit den drei bin ich am besten. Naja, Benny ist ein sehr guter Nachbar. Wenn ich was brauche, er ist immer da. Wenn er was braucht, ich bin immer da für ihn. Also wir sind gute Nachbarn. Da kann man schon sagen, David Raum ist manchmal hat seine Zeit, seine 5 Minuten, wo er denkt, gar nicht nach, was er macht. Aber ja, manchmal ist lustig, manchmal ist crazy. Kann man nennen, wie es will. Ich glaube, dass Pokalsieg, was wir letztes Jahr gewonnen haben, und ja, hoffentlich dieses Jahr werden wir auch schaffen. Ja, es fühlt sich sehr gut an als kleiner Kind. Ich glaube, jeder träumt von solchen Momenten. Und sogar wenn mehrere Tausender deinen Namen sagen oder sind für dich da hinter dir, egal ob schlechte oder gute Zeiten, dann fühlt sich es richtig gut an. Und ja, deswegen, es gibt auch mehr Push für dich, jeden Tag zu arbeiten, dass du solche Momente erleben kannst. Als Kapitän in Ungarn ist ein großartiger Moment war für mich. Erst einmal hatte ich den Kapitänsbinde gegen Deutschland sogar an, hier in Leipzig. Ja, ich habe sehr, sehr viel dafür gearbeitet. Danke an Trainer und danke an meinen Teamkollegen, weil es wurde so entschieden. Und ja, ich hoffe, ich kann so lange Kapitän bleiben, wie es möglich ist. Eigentlich, was ich brauche in Leipzig, ist Essen. Mein ungarisches Essen. Aber zum Glück meine Freundin manchmal ist da und kann das dafür helfen. Aber ja, sonst, nee, alles gut. Also, es ist über, ein paar sind über meine Familie, Geburtsdatum von meiner Schwester, von meiner Mutter, von meinem Vater. Ein Bild von meiner Familie und ein paar Sätze, was für mich viel bedeutet, aber sonst gibt's kein Lieblings. Wo Erling zum Dortmund gewechselt hat, haben wir mal kurz darüber geredet und deswegen habe ich auch die 17 genommen. Meine Haare, wow, ich mache das immer in Kabine vor dem Spiel, also nicht zu Hause, nicht in der Akademie. Wenn ich vom Bus aussteige, dann sehe ich aus wie ein noch nicht bereit. Und in Kabine mache ich meine Haare mit ein paar anderen Spielern. Modric, er war, wo wir gegen Real gespielt haben, er war überall einfach. Wenn ich links gedreht habe, dann war er links. Wenn ich rechts, dann war er rechts. Wenn ich nach vorne gegangen bin, dann war er vor mir. Wenn ich umgedreht habe, dann war er schon hinter mir. Also ja, ich würde ihn sagen. Spielweise, wie er spielt, De Bruyne, wie er das Spiel sieht, wie er diese Pässe gibt, seinen Schuss, wie er das Spiel versteht, schaue ich das gerne zu. Erling Haaland. Er hat davor geschrieben, nach Lazio-Spiele, dass ich zu Milan kommen soll. Und dann habe ich ihn zurückgeschrieben: Ja, komm zu Leipzig, dann sehen wir uns. Ohne, auf jeden Fall. Ich habe eine Seite, keiner weiß, wie ich heiße und wird keiner es herausfinden. Ich schaue sehr, sehr viel, aber ich mache nichts. Dass ich den Champions League gewinnen will. Alle, wem ich was zu tun hatte, meine Familie, Freunde, Bekannten, sollen für immer gesund bleiben. So eine Karriere beenden sollte, was ich mir vorgestellt habe. Sehr viel trainiert als kleines Kind mit meinem Vater, jede Woche, fast jeden Tag. Und ja, deswegen klappt manchmal so mein Schuss. Ja, es wurde mir gesagt, nur wenn man kleinere Füße hat, dann passt halt besser, dann ist einfacher zum Schießen, weil vielleicht Jussi kann das bestimmen, der hat 47, für ihn ist es ein bisschen schwerer als für mich mit 41. Aber ja, ich denke schon, es ist schon einfacher mit kleineren Füßen.
Ja, jeder zweite Spieler fragt mich in der Kabine, warum ich nicht mehr schieße. Wenn die mich das fragen, dann schieße ich immer weniger. Und wenn die mich nicht fragen, dann schieße ich immer mehr. Also vor jedem Spiel sage ich zu ihnen, sagen mir nichts, ich weiß schon. Und seit letzter Zeit sagen mir nichts und kommt auch mehr Schüsse. Es sollte Erling sein. Nächste soll mein Freund David Raum sein. Er hat immer so viel Zeit für die Medienabteilung. David, ich würde mal fragen, was du gerne in deiner Freizeit machst. Beantworte bitte. Danke für eure Frage. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns im Stadion.